Ihr bleibt so, doch stehen. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Erweiterung. Bleib stehen, du Scheiß! Ja, hallo! Ja, die technischen Probleme wurden soweit behoben, was nicht. Internet und Co. angeht. Aber ich treff nicht. Ja. Es hat sich ein anderes Problem aufgetan, und zwar wurde ich umbenannt von irgendwann aus dem Osten. Ich weiß nicht, woher der kommt, irgendwo. Aus der alten UdSSR. Und er hat mal meinen Namen geändert. Werde ich mich mit Rockstar Games in Verbindung setzen mit dem Support und schauen, dass es wieder alles geregelt wird. Ja. Ja. Wir machen wieder dieses CEO-Ding. Damit ein bisschen Geld wieder in die Kasse kommt. Im Sekunden nichts mehr. Ja, auch nicht. Wie immer. Naja, mal wieder ein paar Kisten abholen da hinten war. Ah. Oh. So, das ist jetzt so der Stand der Dinge. Aber jetzt hast du sie eingesammelt. Nee, noch nicht. Aber sofort. Ich brauche ein anderes Auto. Jetzt habe ich es eingesammelt. Ach komm, nehmen wir halt. Nee, die sind alle scheiße, die hier stehen. Ja, alles dieselben. Ist derselbe Kack. Ach komm, ich lass mir einfach eins zukommen. Der ist ja ganz entspannt. Ach, du bist auf dem Parkplatz. Ja. Ach Gott, welcher war jetzt ein guter? Scheiße, das weiß ich jetzt halt nicht mehr. Blöd, wenn man so wenig gute hat, ne? Das ist echt so, wir haben überhaupt keine guten. Naja, ich hab ein paar guten. Nur kann ich damit nicht fahren. Ich hoffe, dass der da gut ist. Ach ja, das ist der gute. Ah. Okay. Die anderen sind alle Bullshit. Scheiß Familienwagen, ey. Was ist denn das? Keine Sau gebrauchen. Warum soll ich dir helfen? Das ist überflüssig. Wichtig. Ja, total. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, falls hier so krasse Spieler kommen, musst du den ausschalten. Ach so, ja. Hier ist auch nur noch ein weiterer. Zwei. Ja gut, jetzt sind es zwei, aber das ist ja nicht der Rede wert. Doch, doch. Der eine ja, ist ja, nämlich... Meinst du? Sind nämlich wesentlich mehr Level höher als wir. Vor allem als du. Muss ja nicht heißen, dass sie aggressiver sind als wir. Ja, oder dass das ist überhaupt nicht, Sinn. Aber man kann den nie trauen. Ach so. Ja. Na, wenn du das sagst. Der eine ist nämlich, hat sich als Joker geschminkt. Es ist schon. Also, da muss man Batman eigentlich anrufen. Ich habe eine Schneemensch-Maske auf. Was willst du tun? Die fragen mich, was du da gerade tun willst. Guck mal, wie aggressiv der schon ist. Gucken dir an, wie er aggressiv ist. Ja, ja. Oh, hast du davon? Möchtest du mich abholen oder was wird das? So Glück, dass ich keinen Schaden bekomme. Ja, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Ja, ich eher weniger. Ja, ich auch. Weißt du, wo es hingeht? Ach ja, ja. Weiß ich. Ach ja, herrlich. Wir könnten eigentlich auch eine VIP-Mission machen. Ja. Weißt du, da steht eine Laterne. Besser gesagt, ein Mast. Ja, ich wollte den ausweichen. Und dann war halt da eine Laterne im Weg, wa?
Ja. Und anstatt nach links bin ich halt nach rechts gefahren. So, das war wohl Pech. Aber egal. Nichtsdestotrotz können wir auch VIP-Missionen machen. Sollen wir? Da bekommen wir halt eben auf dem Kopf schon ein bisschen viel mehr Geld. Ja, das viel Geld ist immer gut. Ja, 20 kann ich direkt auch so durchschnittlich. Geld kann ich brauchen. Okay, dann bitte einmal zum Flughafen. Alles klar. Ne, ich markiere es doch lieber. Sicher ist sicher. Moment, nochmal umdrehen, kurz umdrehen. So, danke. So, jetzt fahren wir an der Kreuzung nach links. Nach links, warum? Ich möchte schauen, was am Hubschrauberlandeplatz rumsteht. Was? Achso, du willst einen Hubschrauber haben? Ja, im Kampf stellt außer der Hydra zu Flughafen nicht. Jetzt nach links. Wobei es da überhaupt keine Kampfjets gibt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es einen Kampfjet wenig bringt, wenn man seine Hydra jetzt halten. Nein. Wohin denn? Okay, es steht sowieso nichts da, kannst du. Alles klar. Ja. Ja, und der provoziert schon wieder. Der da auch. Könntest du der NPCs bitte in Ruhe lassen? Sonst kommen wir ja nie voran. Und da hast du schon wieder die Scheibe eingeschlagen. Das ist irgendwie dein Hobby. Ja, die hätten die eh durchschossen sofort. Nee, eben nicht. Aber gut. Doch, ganz easy. Wir können jetzt einen Schusstest machen. Deswegen treffen die ja eh nicht. Die NPCs. Aha. Wo fährst du rum? Ich fahr zum Flughafen. Ich bin falsch abgebogen. Ja. Ich hatte keine Lust rückwärts zu fahren, aber wir haben weitergefahren. Okay. Ist ja eigentlich auch wurscht. Wir fahren einfach daneben runter. Okay, da war es nicht. Alles klar. Also, ich finde, man sollte schon wissen, wo man abfahren kann und wo nicht. So, da kannst du. Nein, da. Oh, oh. Da kannst du jetzt abfahren. Ist ja perfekt. Ja, wir haben zwei Türen verloren. Wird das noch schaffen mit der Geschwindigkeit? Easy, oder? Natürlich. Ich muss noch Geld überweisen. Das hier qualmt. Oh. So, jetzt aber. Ah. Nee. Was haben wir denn hier alles? Granaten. Ja. Bombe. Renngas verwende ich eigentlich nie. Ich auch nicht. Total unnötig, das Zeug. Steht jetzt was Gescheites da? Wäre nichts mehr, aber egal. Ja, es steht gar nichts mehr da, alles halt, klar. Stopp. Fliegen jetzt nämlich bis gutes Board. Es geht wesentlich schneller. Ein Cargo Bob. Wo ist ein Cargo Bob? Daneben. Nehme ich den Cargo Bob. Das schöne Teil. Wenn du Zeit hast, kannst du auf der Karte meine Yacht suchen. Da werden wir nämlich, wenn wir da was Gescheites haben, hinfliegen. Deine Yacht? Ja, das dürfte bei dir so ein blaues Schiff sein, irgendwo im Norden. Was, soll ich da hinfliegen, oder was?
Nee, nee, noch nicht, erst wenn wir was Gescheites haben. So, der kommt da technisch. Und wenn nicht, ich hab was. Du hast was? Ja. Was steht denn da rum? Ein Buzzard. Ich hab aber auch vor allem Polizei. Ich weiß gar nicht, warum ich Sterne hatte. Wo bist denn du jetzt? Ich bin beim Buzzard. Alter, was hast denn du jetzt gemacht? Ja, nix. Ah. Ich hatte keinen Stern. Nur weil wir den Heli geklaut haben? Wahrscheinlich. Da kann ja wohl nicht wahr sein. So gut ist er noch gar nicht. Naja. Nee. Will ich jetzt nicht sagen. Ostsee. Na. Voll den Baum erwischt. Kannst du bitte etwas höher fliegen? Dass wir von so einer Verfolgungsrakete getroffen werden. Wie heißt die Dinger da? Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich höre schon, was du meinst. Aber wir werden ja eh nicht gesehen gerade. Keine Sterne mehr, geht klar. Ja, ich meine eigentlich die Spieler, du kannst ja vom Radar verschwinden. Echt, man kann vom Radar verschwinden? Soweit ich weiß, Esther. Also, die macht jetzt mehr Angst, wenn du so tief am Boden fliegst. Ich kann fliegen. Ja, gut gegen Bäume. Irgendwo an Häusern hängen bleiben, die 10 Kilometer weit weg sind. So, das kann ich auch schon. Bei Lester für $500. Das ist ja wenig. Für 500 und für 5000 Cops schauen. Give me a shout when you've made your mind up. Für 5000? Ja. Hast du uns das jetzt gegönnt? Nö. Das natürlich nicht. So viel Geld ist das viel. Ja, außerdem haben wir was? Keinen Stern. Ja, im Moment nicht. Noch nicht. Fliegt da jetzt gegen, ne? Voll rein. Ich trau's dir zu. Ich weiß. Ach ja. Ist das schön. Da fliegen sie, die Raketen. Ich sehe schon, wir brauchen wieder die ganze Folge fürs Vorbereiten. Schöne 8 Minuten Mission. Das glaube ich auch. Warum müssen wir überhaupt zu deiner Dingens da? Für den VIP-Auftrag. Kann man nur da annehmen, oder? Ja. Nee, du musst nach unten. Ja, schon klar. Das sah gerade so aus, als würdest du steigen. Wenn du möchtest, kannst du auch auf dem Vorderrad. Ich die ganze Zeit auf S. Okay, wenn du möchtest, kannst du die gerne auf den zweiten Hubschrauberlandeplatz landen. Der ist vorne. Auf Uruk. Und nicht den Heli versenken. Nein, ich versenke nicht den Heli. Schwierig. Wow, du hast es geschafft. Vielen Dank, du darfst wieder abheben. So. Und Aufträge und die Raten abheben.
hier. Ist klar. Du darfst in die Luft. Piraten. Okay, verteidige die Yacht. Okay. Machen wir das doch mal. Kommen da jetzt andere Schiffe an und wollen uns zerstören? Nein, eigentlich die Spieler. Achso, nur gegen andere Spieler? Ja. Das ist eigentlich immer so beim VIP-Auftrag. Da bist du nur gegen andere Spieler. Ist es sowas wie diese lilane Burg, die vorhin angezeigt wurde? Ja, das ist auch PvP. Okay. Aber es kommt ja keine. Ich hoffe, keiner ist doch so. Dann wäre es aber eine ziemlich langweilige Mission. Ja, muss ja nicht immer alles spannend sein. Zwar geldbringend. Bist du auf dem Boot? Ja, ich bin auf dem Boot. Jetzt nicht mehr. Ja, da rausgesprungen. Ja, mal die Tiefe erkunden. Ah, Raketenmaschinengewehr. Raketen ungelenkt. Das Motiv sieht krass. Nur dass es nicht die Tiefsee ist. Oh, was haben wir denn hier? Komm, das ist doch. Wir müssen mal mit dem U-Boot fahren. U-Boot? Hast du eins? Nö. So eins kaufen? Nö, am Yachthafen habe ich mal eins gefunden. Was kann man damit machen? Da findet man so radioaktives Zeug, was man dann für Geld kriegt, oder? Nö, das ist in der Story. Ja, das ist hier nicht so. Nö. Was denn genannt? The King. Stimmt, das war doch richtig unnötig. Letzte Weihnachten waren wir doch da zu dritt im Pool gehockt, oder? Ja. Das war das einzige Mal, wo ich da drauf war. Das weiß ich noch. War schon voll lang her. Ich hab immer hier oben hingestellt. Ein bisschen snipen. Ach du, aber bist da, hier kommt ja eh keiner. Ja du, man kann nie wissen. Deine Position ist gar nicht mal so schlecht, wenn du dich hinlegen könntest. Das kann ich leider nicht. Ja. Aber macht ja nichts. Hier oben. Ein bisschen runter snipen. Das ist ganz witzig. Halt, ich konnte gerade irgendwas machen. Also das war Kapitän, Ding betreten. Ah ja. Oder auch nicht, heute ist ja komischer Warnhinweis. Ich habe nur noch 5 Granaten für meinen Granatenwerfer. Und nur noch 4 Raketen für die Panzerfaust und überhaupt keine Lenkraketen mehr. Ich habe keinen Raketenwerfer. Und
auch kein Granate. Zu schlechtes Level. Das ist echt behindert. Da fährt ein Traktor. Ich will den Traktor haben. Das ist deine einzige Sorge. Ich will den Traktor. Ich will den scheiß Traktor haben. Ich gebe dem jetzt einen Headshot. Zack. Und jetzt hole ich mir den Traktor. Die Kopfhupe. Was ein Spassi. Das war eh so ein alter Sack, der wäre eh bald gestorben. Ja. Ja, der hat bestimmt nur Asthma gehabt da und so fett wie der war. Ja, red's dir schön. So fett wie der war, war auch Diabetiker, also halt kein Problem. So. So, jetzt komme ich mit dem Traktor. Du weißt schon, wie das war. Was denn? So mit Diabetes. Warten. Ja, was? Warte, wo war denn jetzt mein Heli? Ich glaube, der ist despawned. Nee, ist er nicht. Noch nicht. Ich fahr mal schnell hin. Ja, mach das am besten. Was passiert denn noch irgendwas? Meinem neu geklauten Traktor. Das Fluchtfahrzeug, ne? Ja, da bist du das mit dem Fahrrad schneller. Ja, gut, aber er ist besser gepanzert als das Fahrrad. Besser geschützt. Du kannst nicht überfahren werden. Aber das Scheiße, ist dann auch schon so ziemlich das Einzige. Der kommt fast nicht mal den Hügel hoch. Oh, ich werde abgeschossen. Ja, das war ich. So viel zu dem Team geschützt. Du hast mich auch nicht getroffen. Hätte ich aber. Hättest du? Ja. Ich weiß nicht mal, wo du stehst. Ja, wo? Wohl auf der Yacht? Ja, nur wo? Relativ weit oben. Soll ich dir eine Signalrakete schicken? Besser nicht, sonst geh ich nur drauf. Nein, das ist dann nur dieses. So. So, und da circa stehe ich halt eben unter diesem Lichtpunkt, wo auch immer der jetzt ist, da. Und jetzt kommt er wieder runter. So. Jetzt hat er dich getroffen. Oh, schade. Nee, fast. Ich kann auch eine Rakete losschießen. Schicken. Ja, ja. Sind noch 2 Minuten. War jetzt mit meinem. Ob ich mein. Alter! Das war richtig knapp, Mann. Scheiße. Oh. Der wackelt aber echt stark. Wenn du mich triffst, bin ich tot. Nö. Doch. Friendly Fire ist ja aus. Nee, wenn du mit Raketen triffst, bin ich trotzdem tot. Jetzt hast du mein Fluchtfahrzeug getroffen. Ja, huch. Wo hab ich denn hingezielt? Keine Ahnung. Ja, dein Fluchtfahrzeug getötet. Du weißt, dass ich... Ja, ja, du hast rote Scheißegal. Mir doch egal. Also, du hast den Hubschrauber erwischt. Ja. Boah. Ich hab dann halt noch 8 weitere Boote. Ne, 6 weitere Boote. Ja gut, 2 Boote und 4 Jetskis. Boah, da hast du dich aber schön platziert. Sind es gelenkt oder gelenkt? Ja, das Gelenkte. Oh, okay. Ich mach dir eh keinen Schaden. Ja. Aber du hast jetzt hier Brandspuren hinterlassen. Das oh mein Gott. Schief. Ich hab Brandspuren hinterlassen. Was ein krasser Scheiß, ey. Und mein Heli hast du auch zerstört. Oh mein Gott, ich hab deinen Heli zerstört. Ja. Ich kann nicht nur. Der hat Geld gekostet. Oh mein Gott, der respawnt auch nur. Ja. Was sieht er bei diesem Schaden an?
Ah, vorbei. 30.000. Erwischt. 29.000. Ich hab 30 Oha. Bekommen. Ja, ich hab 29.500 bekommen. Neues Auto. Rang erhöht. Schon wieder. Ich brauch noch ein paar tausend für ein neues Auto. Möchtest du mich abholen? Das kann ich. Also ich meine, der Helikopterlandeplatz Nummer 1 wäre jetzt auch frei. Erwischt. Ja, das ist voll witzig. Oh. Ja, ich lande. So, bin gelandet. Bisschen un. Das ist lustig eigentlich. Oh, voll geil, Mann. Wie will ich da noch einsteigen? Oh, ich. Möchtest du auf dem Helikopter voll mit den roten Blättern weggefetzt. Ah, warte, ich komme. Oh! Ah, scheiße, ey! Ja, was war deine Aussage? Du kannst fliegen, ne? Ich kann fliegen. Deine Raketen sind schon total zerdellt. Eigentlich dürfen die da gar nicht mehr so hängen. Soll ich mal eine abfeuern? Wenn du das machst, ist der Heli kaputt. So, einmal bitte zum Büro. Nee, nicht im Kreis drehen. Ja, okay. Dann fahren wir mal schnell zum Büro hier, ne? Also ich muss erst noch was in die Bank einzahlen. Bin mal kurz, ne? Jo. So. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder, wenn er seine Geschäfte erledigt hat. Vielen Dank. Ja, ich muss halt jetzt auch mal schlafen.